Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Beitrag über Grenzgänge. Wir haben uns die Frage gestellt, warum junge Menschen das Bedürfnis haben, Grenzen zu überschreiten. Unter dem Wort Grenzen kann man vieles verstehen. Wir haben uns auf das Thema Überschreitungen der Landesgrenzen spezialisiert. In den folgenden Interviews nehmen Outgoings zu diesem Thema Stellung. Hier beim International Office der Pädagogischen Hochschule Stefan Zweig melden sich Studierende für einen Erasmus-Aufenthalt im Ausland an. In einem der 26 auszuwählenden Länder können sie ein Semester eine andere Kultur und ein anderes Land kennenlernen. Die Gründe und Motivationen der Studierenden dafür sind unterschiedlich. Von einer neuen Sprache lernen, über neue Kontakte knüpfen, hin zu einem eigenständigen Haushalt führen. Warum hast du dich für einen Erasmus-Aufenthalt entschieden? Hast du damit nur eine Landesgrenze oder auch eine persönliche Grenze überschritten? Ich denke beides, eine Landesgrenze natürlich, weil Schweden ist zwar innerhalb in Europa, aber es ist trotzdem ein weiter Weg. Eine persönliche Grenze auch, da wir eine Zeit lang ohne unsere Familie sein werden und selbstständig sein werden und auf eigenen zwei Füßen stehen. Und es wird aber dadurch, dass wir zu zweit sind, ist es vielleicht besser und wir werden nicht so leicht Heimweh bekommen. Annalena und Stefanie gehen für 3 Monate nach Schweden, um dort an der Universität zu studieren. Als angehende Lehrpersonen kann man sich vom skandinavischen Schulsystem einiges abschauen, da es dem österreichischen um einiges voraus ist. Was ist der Reiz dabei und wo liegt deine Motivation? Also für mich war der Reiz sehr groß, da ich sehr interessiert an einer anderen Sprache war. Ich habe mich dann für Schweden entschieden, weil ich den Norden sehr gerne mag, von der Kultur, der Gesellschaft und auch von der Natur. Und besonders gespannt bin ich jetzt natürlich auf das skandinavische Schulsystem. Warum hast du dich für einen Erasmus-Aufenthalt entschieden? Ich habe mich entschieden, nach England zu gehen, weil mich das Land sehr interessiert und die Sprache, die Kultur. Außerdem habe ich dort schon ein paar Freunde, die ich gerne besuchen würde. Und es interessiert mich, wie das britische Schulsystem aussieht und wie man das gut mit dem österreichischen vergleichen kann. Danica wird für 3 Monate in York leben und neue Erfahrungen sammeln. Was ist der Reiz und wo liegt deine Motivation? Meine besondere Motivation, nach England zu gehen, ist die, dass ich mir auch vorstellen könnte, eines Tages nach Abschluss des Studiums auch in England zu unterrichten. Und deswegen würde ich mir gern vor Ort eine genaue Meinung bilden. Wo glaubst du, werden Schwierigkeiten auftreten und wovor hast du Angst? Ein bisschen Angst habe ich davor, wie ich mir das Ganze finanzieren soll. Ich werde mir zwar im Sommer arbeiten und habe mir auch schon etwas angespart, aber dennoch ist England sehr teuer im Vergleich zu Österreich. Und es ist sehr schwer, eine Wohnung zu finden, da auch die monatlichen Mietpreise sehr hoch liegen und sogar das Essen und die Lebensmittel sind sehr kostspielig.